Schwester? Was hatte der kleine Sebastian? Nichts. Als Eberhard zu klein war, hat er auch zwischen 13 und 14 Uhr geschrien. Eine alte Familientradition. Ich habe ihm ein bisschen was zu essen gekocht. Gulasch mit Salzkartoffeln und Gurkensalat. Landfrau Kosniewski, ich bin ganz gerührt, dass Sie an mich gedacht haben. Ja, wir kennen uns doch nun schon so lange. Na bitte, genauso pünktlich wie Eberhard. Wie geht's denn Uschi? Sie arbeitet, sie entwirft, sie ist sehr tüchtig. Klein Katharinchen ist in einem Kinderort sehr gut untergebracht und Sebastian übernehme ich. Obwohl sich ehemalige Revue-Girl, Conny bereit erklärt hatte, aber ich bin schließlich Familie. Wie geht es weiter? Mein Gott, ist er schon wieder krank? Nein. Neue. Eine neue? Sind Sie sich da auch ganz sicher? Ja. Kaum zu glauben. Dieser Mann liebt viele Frauen. Auch das liegt in Ihrer Familie. Denken Sie bloß an Ihren Enkel Rüdiger. Also bitte, ja. Dienstag ist, da bin ich nicht zu sprechen. Wenn das noch ist? Da bin ich auch nicht zu sprechen. Hallo? Ja, wie ich jetzt? Bitte? Sei doch mal ruhig. Ja. Hallo? Ja, Mutter! Wie geht's dir? Ja? Uns geht's gut. Ja, natürlich haben wir Sonne. Was? Jeden Tag Sonne, ja. Ja. Natürlich passe ich auf. Was? Nein! Aber, Mutter, entschuldige mal. Aber sowas macht Vater doch nicht. Aber Unsinn! Also meine Käthe ist nicht so eine, dass sie deinen Walter verleumden würde. Also mein Vater ist doch kein Weiberheld, ist doch Blödsinn. Das war er noch nie. Aua, sei doch vorsichtig. Entschuldige. Vielleicht hat Gerda auch ein bisschen übertrieben. Was soll Gerda denn übertrieben haben? Aua. Ich wollte dich doch nur beruhigen. Schließlich ist dein Vater ja nicht auf frischer Tat ertappt worden. Auf frischer Tat? Was soll denn das denn schon wieder heißen? Also weißt du, Schnuppe, mal ganz ehrlich, wenn es sich um intime Familiengeschichten handelt, dann kann man manchmal sehr schwer mit dir reden. Ach, es geht uns auch überhaupt nichts an. So, und ich gehe mich jetzt erfrischen. Geh nicht so tief rein! Mein Gott, seit wann kann die denn schwimmen? Also Mutter, hättest du den Quatsch wirklich nicht erzählen sollen. Die packen doch sofort die Koffer. Meinst du? Ja, das meine ich. Da werde ich nachher gleich nochmal anrufen und sagen, es ist alles halb so schlimm. Ja, um Himmels Willen, Oma, das macht die Sache ja noch schlimmer. Sag mal, wann kommt eigentlich dein Dr. Gürtler von seiner Vortragsreise zurück? Och, ich wollte dich doch nicht kränken, Oma. Du und Dr. Gürtler habt eine geistige Beziehung auf einem gemeinsamen Niveau. Genau das wollte ich sagen. Aber der Vater von Hannelore... Weißt du eigentlich, dass du einen Spitznamen hattest? Ich hatte einen Spitznamen? Ja, wir Kerle haben uns nicht getraut, ihn zu gebrauchen, wenn du in der Nähe warst. Maria. Bloody Mary. Blutige Maria? Ja, du warst ganz schön streng in deiner Jugend. Und das Sittendezernat war froh, als es sich los war. Thank you.
Seit wann kannst du jetzt schwimmen? Ach du, das ist nichts als Physik. Rüdiger hat mir das erklärt. Das hat nämlich mit dem Auftrieb im Wasser zu tun. Ach, Und wo hat er dir das erklärt? Im Hallenbad. Zweimal in der Woche, früh um 7. Ist doch lieb von ihm, was? Sag mal, Rüdiger hat dir das Schwimmen beigebracht? Ja, du, das war anfangs gar nicht so einfach. Ich musste Uschi das erklären, dass Rüdiger seiner alten Mutter das Schwimmen beibringt und nicht einer knackigen Mieze das Kraulen. Toll. Aber im Meer war ich heute zum ersten Mal. Du, da sind überhaupt keine gefährlichen Fische drin oder so Stacheln, so Seeigel. Ach, Schnuppe! Au! Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott. Vielleicht erzählen Sie uns wieder, was heute Schreckliches passiert ist oder was noch passieren wird. Bleiben Sie bloß nicht zu lange am Strand. Es soll ein Sturm aufkommen, sagt Rosé, der Klempner. Ach, waren Sie jetzt etwa im Wasser? Ja. Oh, um diese Zeit soll immer ein Schwarm Muränen vorbeiziehen. Ich habe niemanden getroffen, der so heißt. Au! Aua, Frau Wiecher, das gibt bestimmt eine Sepsis. Eine Entzündung. Gibt es nicht. Ach, und schmieren Sie sich bloß nicht diese Kortisonsalbe drauf, die Ihnen unser Apotheker andrehen will. Ich kenne Leute, die haben davon Magenbluten, Nierenversagen. Ja, also vielen Dank für Ihren Tipp. Ich werde es mir merken. War der Installateur da? Nein. Habe ich Ihnen nicht gesagt? Der kommt nie. Die Kleinigkeit repariert mein Mann selber. Au. Entschuldigung. Wie können wir den der gleichen Herr Direktor. Lassen, ach, wie praktisch. Aus, dass er sich selber ausgesperrt hat. Na ja, das kommt nicht wieder vor. Wohl, diesen armes Würstchen. Ach was, sie braucht einen Mann. Was ist denn? Ja, schau mal. Ach, schau mal. Ein Komm kleiner hier. Dackel. Ja, der hat doch kein Halsband. Na nun. Sicher haben den irgendwelche hier? Miesen Touristen ausgesetzt und sind dann weggefahren. Mal die Augen zu. Ja. Pass auf, dass sich der Hund nicht beißt. Nimm mal die Hand jetzt wieder weg, so, dass er nicht warm rankommt. Pass auf, dass er nicht beißt. Herr Matens, dass du das mich auch nie gebissen. Lache ich permanent an, wenn der Hund die Zähne eines Menschen sieht. Da kann er das möglicherweise für einen persönlichen Angriff halten. Was? Der Telefon. Also jetzt gehst du aber ran, auf ein Fenster mit der Güterflug, ja? Richard? Ach, Mutter. Ja, uns geht's gut. Mutter, Hannelore und ich, wir nehmen die Sache nicht so tragisch. Gerda war immer ein bisschen überspannt. Ja, das war sie immer. Mutter, wenn das jetzt Hannelore hört, oder, dann könnte ich für nichts garantieren. Wie? Nein, für Walter lege ich meine Hand ins Feuer. So, Kunde bezweifelt das. Ja, also dann weiß ich auch nicht. Nein, wir packen keine Koffer, wir bleiben hier. Noch hier. Ja, also bis später dann, Mutter. Tschüss. Was darf ich bitte nicht hören? So unwichtig. Und was ist bitte mit Conny los? Klatsch, Tratsch, Gerüchte, dummes Zeug. Wir machen Urlaub. Ja, natürlich machen wir Urlaub. Aber erst möchte ich wissen, was los ist. Es ist auch für mich beschämend. Denn schließlich habe ich auch mal mit Walter unter einer Decke gelegen. Über Dach gelebt. Aber er ist doch kein Draufgänger-Typ. Für sowas habe ich einen Blick. Bei unserem Theater waren es immer die Inspizienten. Die Polizisten auch. Kaum zu glauben. Ganz indiskutabel. Wirklich? Buenos dias, Pedro. Buenos dias. Hola. Buenos dias. Du, schau mal, ob ich ein Flurhalsband für ihn auftrage. Hm? Ich komme gleich. Okay. Ja. Komm schon.
undankbare Biest. Sie ist mir weggelaufen. Einfach so. Schütze, das tut mir aber leid. Dieses undankbare Viech. Wieso denn? Pedro, das ist meine Arbeit. Sí, pero yo lo hago mejor. Sí? Y te ha dado una vuelta por el jardín. Danke. Sag mal, das ist doch ärgerlich. Was machen wir denn? Das war ganz irgendwie bringt uns dieser Tag ziemlich viel Enttäuschungen. Was, Schatz? Ach, was? Der kleine Köter hat sich längst an diese Insel gewöhnt, ist ein Touristenhund geworden und will von uns nichts mehr wissen. Ach, komm, 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 lenk nicht ab. Was verschweigst du mir? Also, angeblich haben Conny und Gerda deinen Vater dabei beobachtet, wie er auf einer Kaffeeterrasse einer wildfremden Frau die Hand betatschte und sie mit glühenden Augen anstarrte. Sag mal, das ist doch absoluter Blödsinn. Ja, das finde ich allerdings auch. Und wenn es nun doch wahr wäre? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Jetzt lässt du nicht mehr locker, ne? Aber Gerda, das ist doch ein unseliges Missverständnis. Glaub mir, das muss ein unseliges Missverständnis sein. Gerda, jetzt bitte mal das sagen. Mein Vater war meiner Mutter 38 Jahre lang treu ergeben. Jawohl, 38 Jahre, du hast richtig gehört. Gerda, Gerda, bitte heul nicht. Bitte fang jetzt nicht an zu heulen. Was? Nein, du, man kann auch von Mallorca aus eine ganze Menge erleben. Ich rufe Vater morgen zurück. Ja. Was? Hannelore? Hallo? Nein, der Arme. Der sieht ja aus, als sei er durch die Kanalisation von Mallorca geflüchtet. Du, Hunde, soll man aber nicht so oft baden? Also, Schatz, wie kann ein so kleiner Hund mit vier so kurzen Beinen einen so weiten Weg zu uns ganz alleine wieder zurückfinden? Das ist doch ein enormer Instinkt. Der Hunger treibt ihn her. Was Hunger? Zu fressen finden wir doch auf der ganzen Insel was, hm? Das ist die Liebe. Ja, also ich werde dir da nicht widersprechen. So, das riecht schon viel besser. Wie gut, dass ich so viel Hundefutter eingekauft habe. Na? Ja, wie schmeckt sie denn? Meine erste Paella. Andi wäre neidisch. Ich habe Andi immer gesagt, dass seine grundsätzliche Abneigung gegen Tiefkühlkost völlig unberechtigt ist. Das ist Paella aus der Tiefkühltruhe? Ernstags Boxer durfte nicht mal in die Wohnung. Der musste immer im Schuppen schlafen. Entschuldige mal, das ist ja auch ein Riesenvieh. Außerdem ist der nicht heimatlos. Naja. Eine gute Nacht. Jetzt böse. Ach was. Irgendwie komisch, dass Tenstag und Gütersloh den ganzen Tag nicht angerufen haben. Aha. Naja, also ich rufe da auch nicht an. Nein, wir sind ja auch im Urlaub. Schatz, ich kann mich nicht rühren. Der liegt doch gerade so friedlich. Schlaf schön, Schnuppe. Schlafen? Wie denn? Ich kann nur auf der Seite liegen. Leider. Ich hätte auch noch so vieles mit ihm zu besprechen gehabt. Aber gönnen wir ihm den Urlaub. Schade, Herr Tenstag. Sehr schade. Mein Schwiegersohn hätte Sie bis ins Letzte über die Gefahren der Werkspionage aufklären können. Nun, ja. Ich selbst werde meine Kollegin Maria Weber unterstützen. Haben Sie denn schon mal als Werkschutzfrau gearbeitet? Wir Polizisten, Herr Tenstag,
sollen und wollen immer schützen, bevor etwas geschieht. Ist das Traurige bei unsereins, dass man nur die Trümmer eines Verbrechens wegräumen muss? Ja. Lieber Herr... Pino. Ja. Also, liebe Frau Weber, Herr... Pino. Bisher sind wir nie geschützt worden. Und nachts? Wie schützen Sie sich gegen Einbrecher? Ach, wir haben eine Nachtportier, da macht jede Stunde seine Runde. Denke ich. Aha. Wahrscheinlich ein Rentner, wie? Ja, ein Pensionär. Aber kein Fachmann? Doch. Haben Sie Vorbehalte gegen Fachfrauen? Aber keineswegs. Sie bringen mich da in eine missliche Situation. Ich werde es mir überlegen. Sie können ja noch nachdenken. Eberhard würde sich wirklich energischer um die Sicherheitsbelange seiner alten Firma kümmern. Hier. Diese Corpus Delicti fanden wir hinter Ihrem Holzlager. Corpus Delicti? Irgendjemand, befugter oder unbefugter, hat Zugang zu Ihrem Holzlager und trinkt dort Bier. Ja, die Lagerarbeiter. Ach, ist denen nicht das Biertrinken während der Arbeitszeit strengstens verboten? Ich habe da Toleranzschwellen. Wie Sie meinen. Bis morgen. Den Bergmann aus der Heinz. Schnell. Bergmann aus der Heinz, bitte schön, Kinslag. Schauderhaft. Wie unordentlich hier geparkt wird, Walter. Das ist ja ein starkes Stück. Morgen, Opa. Ja. Uschi, welche Überraschung. Das ist meine Enkelin. Morgen? Tja, dann... Ja, Opa wollte nicht mit mir fahren. Ich meine, er müsste nicht mit dem Bus fahren. Sehr angenehm. Das ist peinlich. Wir sind in einer dubiosen Situation. Wieso denn, Herr Dienstag? Soll ich Ihnen sagen, was auf meinen schmalen Schultern lastet? Zunächst einmal erwarte der Vorstand von mir, dass ich unseren lieben, hochverehrten Herrn Bicher dazu überrede, Fertigungschef in Gütersloh zu werden. Macht er nie. Er geht auch nicht mehr ans Telefon. Na ja. Und dann bewirbt sich sein Schwiegervater und eine gewisse Frau Weber in unserer Firma als Werkschutz. Weil unsere Sicherheit angeblich gefährdet sei. Quatsch! Das kann man mal sagen. Naja, Herr Wichert hätte mir in Momenten wie diesen eine Entscheidungshilfe angedeihen lassen. Na, Werkschutz brauchen wir nicht, aber was Herr Wichert möchte, das kann ich Ihnen schon lange sagen. Ah, erläutern Sie es. Naja, also er möchte zurück auf Ihren Stuhl. Nein. Deswegen schickte mir eine Polizeitruppe. Hallo. Hallo. Was ist das? Ich bin ja mal gespannt, ob das nicht so heiß wird unter dem Sonnenschirm. Weil, was? Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Lallinger. Ein Wunder, es hat nicht geregnet heute Nacht. Na, der hat aber bestimmt Flöhe. Hat er nicht. Nein, die hab ich jetzt leider, Frau Lallinger. Also ich persönlich würde ja nie einen fremden Hund adoptieren. Nur alle krank. Wir haben diese Hundedame nicht adoptiert, sondern sie hat uns adoptiert. Mhm. Ist Ihre Sonnenallergie schlimmer geworden, Frau Wichert? Na, mit Haustieren soll man besonders vorsichtig sein. Ja, wir sind sehr vorsichtig, Frau Lallinger. Der Anschluss von meiner Waschmaschine, Herr Wichert, wird mein Mann heute Abend reparieren. Nicht wahr, Schatz? Aber gerne. Ich bin ja niemand dafür. Aber den haben wir. Ach, Walter, warum machst du aus allem ein Geheimnis? Lebenslang war meine Devise, alle Dinge diskret zu behandeln und nichts an die große Glocke zu hängen. Ja, und jetzt hast du drei Damen am Hals. Die lassen die Feuerglocke so laut läuten, dass sie bis Mallorca hören kannst. Herr Pino wollte mir doch nur helfen, weil ich 7 Jahre früher in Pension musste. Das rechte Hüftgelenk. Wo warst du heute Nacht? Im Bett? Wieso? Wo war Gerda? Die war nicht in meinem Bett. Morning.
müsste mal aufstehen, aber sobald ich mich rühre, knurrt er. Diese Bestie. Ich müsste mal aufstehen. Entschuldigung, komm her. Vorsichtig. Na komm, du bist ja ganz schön still. Ja, ganz schön still. Gestatten Sie mir, dass ich mich zu Ihnen und Ihrer Gattin setze? Dr. Gürtler hat mir seit 3 Tagen keine Blumen mehr geschickt. Rüdiger hat mir seit 2 Jahren keine mehr geschenkt und ich beklag mich nicht. Außerdem Blumen gehen ins Geld. Und dafür schickt der Dr. Gürtler doch jeden Tag eine Ansichtskarte. Na und? Und Wilein, du musst mir nicht Gesellschaft leisten, wenn du keine Lust hast. Ich habe keine Angst, allein im Haus zu sein. Ja, Meisel passt ja auch sehr gut auf dich auf. Oh, der Meisel kann mir gestohlen bleiben. Also ich hätte Angst, allein zu Hause zu bleiben. Wo ist denn Rüdiger? Auf irgendeinem Kongress. So, wie findest du das? Oh, wirklich sehr hübsch. Wenn auch ein bisschen zu konventionell. Also, Dr. Gürtler würde entschieden andere Wege gehen. Mehr Edelstahl und Beton. Aber die Ansichtskarten, die er dir schickt, sind beknackt kitschig. Das ist doch nur ein Gag. Meine Großtante Eugenia von Krappelsdorf hatte sehr viel Ähnlichkeit mit dir. So. Sie lehnte Autos grundsätzlich ab und fuhr mit der Kutsche in die Kirche. Aber ich bin doch noch nie in einer Pferdekutsche zur Kirche gefahren. Und an ihrem 65. Geburtstag machte sie ihren Pilotenschein für einmotorige Flugzeuge. Donnerwetter. Sie war die älteste Pilotin, die gleich bei ihrem ersten Alleinflug abstürzte. Das tut mir leid, aber das war ja wohl vorauszusehen. Sag mal, Uschilein, du bist heute so... Ist in deiner Ehe alles in Ordnung? Du verstehst, was ich meine. Mein Eheleben ist so, dass ich für Opa Walter, Gerda Kusniewski und dich Verständnis habe. Rüdiger meldet sich selten, dafür Sebastian alle 2 Stunden. Dieser Heinz und Wichert stecken natürlich unter einer Decke. Nein, Mutter. Heinz hat nicht nur eine Vermutung geäußert. Es geht um einen Stuhl. Versuche den ganzen Tag Wichert zu erreichen. Vergeblich. Hm? Aber natürlich, Mutter. Ich komme ganz bestimmt vorbei. Du mach mir was Kleines. Ja? Ja, ein Raghu-Fan wäre gut. Schatz.
Der hat nicht nur Ähnlichkeit mit Tenstag. Wer ist es? Herr Tenstag! Eberhard! Oh, entschuldigen Sie, Herr Wich. Ich bin tot. Oh, Sie transpirieren ja. Na, beim Golf habe ich wenigstens einen Caddywagen. Komm du mal mit auf. Schnuppe! Gott, ist das eine Hitze. Meine Füße. Auf den Taxifahrer sind wir auch reingefallen. Und dann ist das halbe Auto explodiert. Das kennen wir. Und die schlecht ausgebauten Straßen. Nur die eine. Die kennen wir auch. Mhm. Und trotzdem bin ich froh, hier zu sein. Ich musste einfach kommen. Das Telefon ist schon erfunden. Wir hätten Sie abgeholt. Ich habe es ein Dutzendmal versucht, Herr Wichert. Unsere kleine Neuerwerbung. Du lässt uns leider nicht ans Telefon. Was? Putzi. Haben Sie schon ein Zimmer reserviert? Ja, Golfhotel. Mediterraneo. Ich war völlig außerstande, etwas zu begreifen. Als Heinz mir ihre geheimsten Wünsche offenbart. Ist das wirklich Ihr sehnlichster Wunsch? Ja. Wie? Ein Mann mit Ihren Möglichkeiten. Fertigungschef. Was ist er gegen unsere kleine Berliner Klitsche? Alles. Diese kleine Berliner Klitsche bedeutet für mich alles, Herr Tenstag. Dort war ich glücklich. So, und was mache ich dann? Sie sind doch der Gütersloh-Typ. Oh. Aber es ist doch gar nicht so lange her, dass meine Frau den Führerschein gemacht hat. Ach so, sehr couragiert. Ist es nicht wunderschön hier? Ja, fast so schön wie in Berlin. Naja, also, ist doch schöner als auf der Arbeit, oder was? Das ist ja eine entzückende Höhle. Was? Ja, so genau wie mein Haki. Das ist genau so ein wilder Racker in Berlin. Oh, die beiden Liegen sind für uns gemacht. Bitte schön. Ja. Komm her, hast du Schatten. So. Schnuppe. Hm? Um Gottes Willen. War das Ihr Hund? Guten Morgen. Mhm. Ach, guten Morgen, Frau Lallinger. Wenn nicht doch noch eine Blutvergiftung hinzukommt, dann kann ich bald wieder herumspringen, wie eh und je. Wie schön. Darf ich bekannt machen, Herr Tenstag unter Besuch aus Berlin, Frau Lallinger. Sehr angenehm. Angenehm. Ich bin ein Mitarbeiter von Herrn Wichert. Mitarbeiter? Ja, in unserem Berliner Betrieb war Herr Tenstag viele, viele Jahre mein Chef. Das verstehe ich. Das ist wirklich unverzeihlich. Ich wollte Punkt 11 meine Mutter anrufen. Ach. Und natürlich auch das Büro. Dann wird's aber also, Zeit. Wenn Sie gestatten. Bleibt der Tenstag länger? Der Tenstag hat einige geschäftliche Dinge mit meinem Mann zu besprechen. Komm, Schnuppe, geh mal ans Wasser. Ja, gute Idee. Was können wir beide? Außer fressen?
Herr Wichert! Das ist beachtlich. Ihre Frau Gemahlin sehr beachtlich. Was ist denn los mit Ihnen, Herr Tenstag? Warum haben Sie es denn so eilig? Ich hatte ein langes, intensives Telefonat mit unserem Vorstandsvorsitzenden. Und hoffentlich auch ein erfreuliches. Ich konnte gewisse Bedenken bei Ihnen zerstreuen. Wissen Sie was, Herr Tenstag? Wir wollen uns doch nichts vormachen. Wir müssen beide zurück nach Berlin. Ich kann hier nicht länger den Kopf in den Sand stecken. Schade. Ich war sehr frei. Eine kleine Überraschung. Nicht von der Möbelunion, sondern von mir persönlich. Tenstag, vielen Dank. Die sind ja schon richtig kalt. Unserem letzten Abend, Schatz. Herr Tenstag? Was? Ich habe 5 Finger in meiner Hand und daran kann ich es mir abzählen. Du und Herr Tenstag, ihr fliegt morgen nach Berlin zurück. Na ja, weißt du, Schnuppe... Ich weiß. In 3 Tagen bin ich wieder hier. Aber ganz bestimmt. Ganz bestimmt nicht, Herr Tenstag. Und ich fliege mit, so. Und unseren kleinen Hund, den nehmen wir auch mit. Natürlich tun wir das. Prost. 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 Wir kommen doch bald wieder, Schnuppe. Sicher. Nein. Alles Schrott. Ach, Schatz, ärger dich nicht. Ist doch nicht dein Konsulprogramm. Senator. Komm, das räumen wir später auf. Du meinst? Adios, Pedro. Adios. Tengan un feliz viaje. Sí? Hasta la próxima vez. Sí? Señor Vija. Sí? Ah, bien. No os preocupéis por nada. Yo cuido de vuestro apartamento, ¿sí? Gracias. Bien. Adiós. Señor. Ich
Ich habe Ihnen erlaubt, das Ticket für Ihre Wahlsitze besorgen. Dann darf sie mit in die Kabine? Aber natürlich, wenn sie nicht mehr als 7 Kilo wiegt, ist es gestattet. Wiegt sie nicht? Wenn noch. Señora, un momento, por favor. Momento, señora. Este es su perro, seguro. Un momento, tranquilo. Esta señora dice que este es su perro. Este es mi perro. Seguro. Ich dachte, der Hund sei herrenlos. Herrenlos? Na ja, weggelaufen, ausgesetzt. Es robado. Was? Robado? Das heißt Diebstahl. Kommt doch vor, dass wir nicht bei uns. Entschuldigung, ich habe es wirklich nicht gewusst. Das kommt dann da. Ja. Entschuldigung. Okay. Okay. Also, señora. Yeah. Okay. Buenos dias. Buenos dias. Okay. Ich werde es noch lernen. Buenos. Ach, ich werde ihn vermissen. Ich hatte mich schon so an ihn gewöhnt. Ja, die Lallinger wird ihn auch nicht so schnell vergessen. Ein schwacher Trost. Ach, gestatten Sie, dass ich den Platz am Gang für mich reservieren lasse. Ich vertrage das Fliegen nicht sehr gut. Herr Weise. Sie sehen wunderbar erholt aus. Danke. Ja. Guten Tag. Ach, Sie aber auch. Danke. Geben Sie mir. Vorsicht. Ist der Koffer nicht zu schwer für Sie? Nein. Ich habe die Gefriertruhe abgetaut und den Eisschrank sauber gemacht. Weise, das wäre doch nicht nötig gewesen. Haben Sie noch ein bisschen was eingekocht? Vielleicht ein paar Kirschenstachelbeeren oder so? Ach, sollte ich. Es ist niemand da. Und Mutter? Die ist wieder mit dem französischen Bus unterwegs. Und ab 3 ist sie in der Galerie. Dieser Doppeldoktor nutzt unsere Käthe ganz schön aus. Ihre Schwiegertochter, die war auch täglich hier. Also Aufregung hat's gegeben, sag ich. Ja, das wissen wir, Herr Meisel. Vielen herzlichen Dank. Ja. Ihre Post, die liegt auf dem Esszimmertisch. Vielen Dank, Herr Meisel. Bitte. Vielen herzlichen Dank. Ihre Frau ist aber viel brauner als Sie. Tja, Schatz. Das war's. Du, ich muss sofort nach Gütersloh reinen Tisch machen. Du, morgen ist auch noch früh genug. Hm? Ja. Oh, ich muss gleich in die Harmonie. Seid ihr etwa unseretwegen gekommen? Mit Walter und mir ist doch längst alles in Ordnung. Sag Eberhard. Grüß dich, Gerda. Oh, das wird aber auch höchste Zeit, dass sie kommen. Andauernd schickt ihre Mutter diese Busse hier vorbei. Tschüssi, Kundlik. Für mich? Was Spanisches? Eine Überraschung. Danke. Die Koteletts. Tag, Frau Wiechert. Tag, Heinz. Oh, bist du denn nicht in deinem Büro? Ich bin in Urlaub. Hier? Oliver und meine Frau machen Ferien. Ich muss zu Hause bleiben. Keine Knete? Psychologisch. Zwischen dem 9. und 11. Monat hat Oliver mich völlig abgelehnt. Naja, ich erinnere mich. Und? Jetzt ist er in der Phase, wo er gegen seine Mutter rebelliert. Das geht doch nicht. Die beiden müssen sich wieder aneinander gewöhnen. Ich verstehe. Vielen Dank. Bitte. 2 Koteletts. Ja. Ehe sich ein Bruch heben. Moment, bitte. Immer auf der Seite deines Vaters gestanden. Aber du siehst gut aus. Hast dich erholt? Ja, schon. Trotzdem, ganz ehrlich, Conny, ihr habt mir alle, du, Rüdiger, Andi, Uschi, Vater, Gerda, Mutter, selbst Kuttlik,
Die hat mir schrecklich gefehlt. Klasse. Toll. Und mit Heinz und den übrigen Mitarbeitern kommt sie hervorragend zurecht. Mhm. Und wie kommt sie mit Rüdiger zurecht? Der ist auf einer Tagung. Na gut. Na, hoffentlich. Ach, Schnuppe. Die beiden sind doch erwachsen. Weißt du was? Von Gütersloh nehme ich nur mein Bett mit. Nein. Nein? Nein. Na ja, gut, ich bin ja schließlich auch kein Playboy. Doch. Ich, findest du? Für mich schon. Ach, du. Sag mal, ist Tenstag eigentlich ein guter Produktionschef? Naja, also, ich wäre ein schlechter. Oh. Ich bin und bleibe ein Praktiker. Wie gut. Sag mal, Mutter liegt doch schon längst in der Falle. Das hört sich mir nach Andi an. Bonsoir, buenas noches, guten Tag. Auf Mallorca war so ein komischer Spanier am Telefon. Ja, und so viel Spanisch kann ich inzwischen, um zu verstehen, dass ihr in Berlin seid. Also komm, ich hab Hunger. Ja, sag mal, und die Schule? Ach, ich mach 3 Tage blau. Na, hör mal. Einverstanden. Früher hast du uns mit deinen Tischmanieren ganz schön genervt. Wie sind dir wohl in den Haag abhandengekommen, was? Tadellose Manieren und eine entsprechend diskrete Lebensart. Die sind jetzt gewissermaßen mein Beruf. In meiner Freizeit lasse ich mich dann gehen. Verständlich. Mhm. Verständlich. Könnt ihr auch nicht einschlafen? Ich will mir nur ein Glas Milch holen. Grüß dich, Oma. Grüß dich, Andi. Ja, Andi, ich denke, du studierst in Den Haag. Ich hatte Heimweh. Andi, wie rührend, mein Junge. Der Pfefferminztee hat mir gut geholfen. Ich sing jetzt nicht mehr flau im Magen. Ja. Nur Mut. Ja. Oh, herzlich willkommen. Guten Tag, Frau der Glaubrecht. Guten Tag, Tanztag. Guten Tag, Frau der Glaubrecht. Glaubrecht, waren Sie mir treu? Aber, Richard. Werden Sie mir treu bleiben? Ich gehe doch für Sie durch dick und dünn. Auch von Gütersloh zurück nach Berlin? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr Vorschlag, Herr Tenstag, gefällt mir sehr gut. Ausgezeichnet. Sehr praxisnah. Herr Wiechert wird sich in Berlin wieder viel wohler fühlen. Das habt ihr beiden Gauner fein hingekriegt. Ich verstehe nicht. Strukturell werde ich immer auf Ihre Art zurückgreifen. Das hoffe ich. Tja, mein Lieber. Ade, Ihr Talent für unsere kleine Klitsche in Berlin ist ein Jammer. Klitsche? Der Berliner Betrieb macht immerhin 21,8% vom Gesamtumsatz vom Konzern. Passen Sie mir auf den Tanztag auf. Na, Sie sind doch der Vorstandsvorsitzende. Bevor irgendwas stinkt, riechen Sie es doch schon. Thank you.
65. Geburtstag machte sie ihren Pilotenschein für einmotorige Flugzeuge. Donnerwetter. Sie war die älteste Pilotin, die gleich bei ihrem ersten Alleinflug abstürzte. Das tut mir leid, aber das war ja wohl vorauszusehen. Sag mal, Uschilein, du bist heute so... Ist in deiner Ehe alles in Ordnung? Du verstehst, was ich meine. Mein Eheleben ist so, dass ich für Opa Walter, Gerda Kosniewski und dich Verständnis habe. Oh. Rüdiger meldet sich selten, dafür Sebastian alle 2 Stunden. Dieser Heinz und Wichert stecken natürlich unter einer Decke. Nein, Mutter. Heinz hat nicht nur eine Vermutung geäußert. Es geht um einen Stuhl. Ich versuche den ganzen Tag Wichert zu erreichen. Vergeblich. Hm? Aber natürlich, Mutter. Ich komme ganz bestimmt vorbei. Du mach mir was Kleines. Ja? Ja, ein Ragout-Fan wäre gut. Ähnlichkeit mit Tenstag? Wer ist es? Herr Tenstag! Eberhard! Oh, entschuldigen Sie, Herr Wichert. Ich bin tot. Sie transpirieren ja. Na, beim Golf habe ich wenigstens einen Caddywagen. Komm, du mit auf. Schnuppe! Gott, ist das eine Hitze. Meine Füße. Auf den Taxifahrer sind wir auch reingefallen. Und dann ist das halbe Auto explodiert. Das kennen wir. Und die schlecht ausgebauten Straßen. Nur die eine. Die kennen wir auch. Mhm. Und trotzdem bin ich froh, hier zu sein. Ich musste einfach kommen. Das Telefon ist schon erfunden. Wir hätten Sie abgeholt. Ich habe es ein 1000 Mal versucht, Herr Wichert. Unsere kleine Neuerwerbung. Du lässt uns leider nicht ans Telefon. Was? Der Putzi. Haben Sie schon ein Zimmer reserviert? Ja, Golfhotel. Mediterraneo. Ich war völlig außerstande, etwas zu begreifen. Als Heinz mir ihre geheimsten Wünsche offenbart. Ist das wirklich Ihr sehnlichster Wunsch? Ja. Wichert. Ein Mann mit Ihren Möglichkeiten. Fertigungschef. Was ist er gegen unsere kleine Berliner Klitsche? Alles. Diese kleine Berliner Klitsche bedeutet für mich alles, Herr Tenstag. Dort war ich glücklich. So. Und was mache ich dann? Sie sind doch der Gütersloh-Typ. Oh,
ist doch gar nicht so lange her, dass meine Frau den Führerschein gemacht hat. So, sehr couragiert. Ist es nicht wunderschön hier? Ja, fast so schön wie in Berlin. Naja, also, ist doch schöner als auf der Arbeit, was? Das ist eine entzückende Töle. Was? Ja, so genau wie mein Haki. Das ist genau so ein wilder Racker in Berlin. Oh, die beiden Liegen sind für uns gemacht. Bitte schön. Ja. Komm her, hast du Schatten. So. Den Berg muss da rein. Schnell. Schau doch an, wie unordentlich hier geparkt wird, Walter. Das ist ja ein starkes Stück. Morgen, Opa. Uschi, welche Überraschung. Das ist meine Enkelin. Morgen? Tja, dann. Ja, Opa wollte nicht mit mir fahren. Ich meine, er müsste nicht mit dem Bus fahren. Sehr angenehm. Wir sind in einer dubiosen Situation. Wieso denn, Herr Dienstag? Soll ich Ihnen sagen, was auf meinen schmalen Schultern lastet? Zunächst einmal erwartet der Vorstand von mir, dass ich unseren lieben, hochverehrten Herrn Wicher dazu überrede, Fertigungschef in Gütersloh zu werden. Na, macht er nie. Er geht auch nicht mehr ans Telefon. Na ja. Und dann bewirbt sich sein Schwiegervater und eine gewisse Frau Weber in unserer Firma als Werkschutz. Weil unsere Sicherheit angeblich gefährdet sei. Quatsch! Das kann man mal sagen. Naja, Herr Wichert hätte mir in Momenten wie diesen eine Entscheidungshilfe angedeihen lassen. Na, Werkschutz brauchen wir nicht, aber was Herr Wichert möchte, das kann ich Ihnen schon lange sagen. Ah, erläutern Sie es. Naja, also er möchte zurück auf Ihren Stuhl. Nein. Und deswegen schickt er mir eine Polizeitruppe. Hallo. Hallo. Was ist das hier? Ich bin ja mal gespannt, ob das nicht so heiß wird unter dem Sonnenschirm. Weil, was? Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Lallinger. Ein Wunder, es hat nicht geregnet heute Nacht. Na, der hat aber bestimmt Flöhe. Hat er nicht. Nein, die hab ich jetzt leider, Frau Lallinger. Also ich persönlich würde ja nie einen fremden Hund adoptieren. Nur alle krank. Wir haben diese Hundedame nicht adoptiert, sondern sie hat uns adoptiert. Ist Ihre Sonnenallergie schlimmer geworden, Frau Wichert? Na, mit Haustieren soll man besonders vorsichtig sein. Ja, wir sind sehr vorsichtig, Frau Lallinger. Der Anschluss von meiner Waschmaschine, Herr Wichert, wird mein Mann heute Abend reparieren. Nicht wahr, Schatz? Aber gerne. Ich bin ja niemand dafür. Bei den anderen Dienern. Eine Geburtstagsrunde. Ach, Walter, warum machst du auch aus allem ein Geheimnis? Lebenslang war meine Devise, alle Dinge diskret zu behandeln und nichts an die große Glocke zu hängen. Ja, und jetzt hast du drei Damen am Hals. Die lassen die Feuerglocke so laut läuten, dass sie bis Mallorca hören kannst. Herr Pino wollte mir doch nur helfen, weil ich 7 Jahre früher in Pension musste. Das rechte Hüftgelenk. Wo warst du heute Nacht? Im Bett? Wieso? Wo war Gerda? Die war nicht in meinem Bett. Schatz. Ich müsste mal aufstehen, aber sobald ich mich rühre, knurrt er. Diese Bestie. Ich müsste mal aufstehen. Entschuldigung, komm her. Vorsichtig. Nun komm, du bist ja ganz schön still. Ja, ganz schön still. Gleich wieder da. Gestatten Sie mir, dass ich mich zu Ihnen und Ihrer Gattin setze? Ja. Oh.
Dr. Gürtler hat mir seit 3 Tagen keine Blumen mehr geschickt. Rüdiger hat mir seit 2 Jahren keine mehr geschenkt und ich beklag mich nicht. Außerdem, Blumen gehen ins Geld. Und dafür schickt der Dr. Gürtler doch jeden Tag eine Ansichtskarte. Na und? Und Wilein, du musst mir nicht Gesellschaft leisten, wenn du keine Lust hast. Ich habe keine Angst, allein im Haus zu sein. Na ja, Meisel passt ja auch sehr gut auf dich auf. Oh, der Meisel kann mir gestohlen bleiben. Also ich hätte Angst, allein zu Hause zu bleiben. Wo ist denn Rüdiger? Auf irgendeinem Kongress. So, wie findest du das? Oh, wirklich sehr hübsch. Wenn auch ein bisschen zu konventionell. Also, Dr. Gürtler würde entschieden andere Wege gehen. Mehr Edelstahl und Beton. Aber die Ansichtskarten, die er dir schickt, sind beknackt kitschig. Das ist doch nur ein Gag. Meine Großtante Eugenia von Krappelsdorf hatte sehr viel Ähnlichkeit mit dir. So. Sie lehnte Autos grundsätzlich ab und fuhr mit der Kutsche in die Kirche. Aber ich bin doch noch nie in einer Pferdekutsche zur Kirche gefahren. Und an ihrem 5. Angeblich haben Conny und Gerda deinen Vater dabei beobachtet, wie er auf einer Kaffeeterrasse einer wildfremden Frau die Hand betatschte und sie mit glühenden Augen anstarrte. Das ist doch absoluter Blödsinn. Ja, das finde ich allerdings auch. Und wenn es nun doch wahr wäre? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Jetzt lässt du nicht mehr locker, ne? Aber Gerda, das ist doch ein unseliges Missverständnis. Glaub mir, das muss ein unseliges Missverständnis sein. Gerda, jetzt bitte mal das sagen. Mein Vater war meiner Mutter 38 Jahre lang treu ergeben. Jawohl, 38 Jahre, du hast richtig gehört. Gerda, bitte heul nicht. Bitte fang jetzt nicht an zu heulen. Was? Nein! Du, man kann auch von Mallorca aus eine ganze Menge erledigen. Ich rufe Vater morgens an. Ja. Dann rufe ich dich zurück. Ja, was? Oh. Hannelore? Hallo? Nein, der Arme. Der sieht ja aus, als sei er durch die Kanalisation von Mallorca geflüchtet. Du, Hunde, soll man aber nicht so oft baden? Wie kann ein so kleiner Hund mit 4 so kurzen Beinen einen so weiten Weg zu uns ganz alleine wieder zurückfinden? Das ist doch ein enormer Instinkt. Der Hunger treibt ihn her. Was Hunger? Zu fressen finden wir doch auf der ganzen Insel was, hm? Das ist die Liebe. Ja, also ich werde dir da nicht widersprechen. So, das riecht schon viel besser. Wie gut, dass ich so viel Hundefutter eingekauft habe. Na? Ja, wie schmeckt sie denn? Meine erste Paella. Andi wäre neidisch. Ich habe Andi immer gesagt, dass seine grundsätzliche Abneigung gegen Tiefkühlkost völlig unberechtigt ist. Das ist Paella aus der Tiefkühltruhe? Kennstags Boxer durfte nicht mal in die Wohnung, der musste immer im Schuppen schlafen. Entschuldige mal, das ist ja auch ein Riesenvieh. Außerdem ist der nicht heimatlos. Oh. Naja. Eine gute Nacht. Jetzt böse. Ach was. Irgendwie komisch, dass Tenstag und Gütersloh den ganzen Tag nicht angerufen haben. Aha. Naja, also ich rufe da auch nicht an. Nein. Wir sind ja auch im Urlaub. Schatz, ich kann mich nicht rühren. Der liegt doch gerade so friedlich. Schlaf schön, Schnuppe. Schlafen? Wie denn? Ich kann nur auf der Seite liegen.
Leider. Ich hätte auch noch so vieles mit ihm zu besprechen gehabt. Aber gönnen wir ihm den Urlaub. Schade, Herr Tenstag. Sehr schade. Mein Schwiegersohn hätte Sie bis ins Letzte über die Gefahren der Werkspionage aufklären können. Nun, ja. Ich selbst werde meine Kollegin Maria Weber unterstützen. Haben Sie denn schon mal als Werkschutzfrau gearbeitet? Wir Polizisten, Herr Tenstag, sollen und wollen immer schützen, bevor etwas geschieht. Ist das Traurige bei unsereins, dass man nur die Trümmer eines Verbrechens wegräumen muss? Ja. Lieber Herr... Pino. Ja. Also, liebe Frau Weber, Herr... Pino. Bisher sind wir nie geschützt worden. Und nachts? Wie schützen Sie sich gegen Einbrecher? Ach, wir haben eine Nachtportier, der macht jede Stunde seine Runde. Denke ich. Aha. Wahrscheinlich ein Rentner, wie? Ja, ein Pensionär. Aber kein Fachmann. Doch. Haben Sie Vorbehalte gegen Fachfrauen? Aber keineswegs. Sie bringen mich da in eine missliche Situation. Ich werde es mir überlegen. Sie können ja noch nachdenken. Eberhard würde sich wirklich energischer um die Sicherheitsbelange seiner alten Firma kümmern. Hier. Diese Corpus Delicti fanden wir hinter Ihrem Holzlager. Corpus Delicti. Irgendjemand, befugter oder unbefugter, hat Zugang zu Ihrem Holzlager und trinkt dort Bier. Ja, die Lagerarbeiter. Ach, ist denen nicht das Biertrinken während der Arbeitszeit strengstens verboten? Ich habe da Toleranzschwellen. Wie Sie meinen. Bis morgen. Kleine Sebastian. Nichts. Als Eberhard zu klein war, hat er auch zwischen 13 und 14 Uhr geschrieben. Eine alte Familientradition. Ich habe ihm ein bisschen was zu essen gekocht. Gulasch mit Salzkartoffeln und Gurkensalat. Bitte. Vielen Dank, Frau Kosniewski. Ich bin ganz gerührt, dass Sie an mich gedacht haben. Ja, wir kennen uns doch nun schon so lange. Na bitte. Genauso pünktlich wie Eberhard. Wie geht's denn Uschi? Sie arbeitet, sie entwirft, sie ist sehr tüchtig. Klein Katharinchen ist in einem Kinderort sehr gut untergebracht und Sebastian übernehme ich. Obwohl sich ehemalige Revue-Girl, Conny bereit erklärt hatte, aber... Ich bin schließlich Familie. Wie geht es weiter? Mein Gott, ist er schon wieder krank? Nein. Wir hatten eine neue. Eine neue? Sind Sie sich da auch ganz sicher? Ja. Kaum zu glauben. Dieser Mann liebt viele Frauen. Auch das liegt in Ihrer Familie. Denken Sie bloß an Ihren Enkel Rüdiger. Also bitte, ja. Dienstag ist, da bin ich nicht zu sprechen. Wenn du wieder noch ist? Da bin ich auch nicht zu sprechen. Hallo? Ja, Wichert? Bitte? Sei doch mal ruhig. Ja,
Hallo? Ja, Mutter! Wie geht's dir? Ja? Uns geht's gut. Ja, natürlich haben wir Sonne. Was? Jeden Tag Sonne, ja. Ja. Natürlich passe ich auf. Was? Nein! Aber, Mutter, entschuldige mal. Aber sowas macht Vater doch nicht. Aber Unsinn! Also meine Käthe ist nicht so eine, dass sie deinen Walter verleumden würde. Also mein Vater ist doch kein Weiberheld, ist doch Blödsinn. Das war er noch nie. Aua, sei doch vorsichtig. Entschuldige. Vielleicht hat Gerda auch ein bisschen übertrieben. Was soll Gerda denn übertrieben haben? Aua. Schnuppe, ich wollte dich doch nur beruhigen. Schließlich ist dein Vater ja nicht auf frischer Tat ertappt worden. Auf frischer Tat? Was soll denn das denn schon wieder heißen? Also weißt du, Schnuppe, mal ganz ehrlich. Wenn es sich um intime Familiengeschichten handelt, dann kann man manchmal sehr schwer mit dir reden. Es geht uns auch überhaupt nichts an. So. Und ich gehe mich jetzt erfrischen. Schnuppe! Geh nicht so tief rein! Mein Gott, seit wann kann die denn schwimmen? Also Mutter, hättest du den Quatsch wirklich nicht erzählen sollen. Die packen doch sofort die Koffer. Meinst du? Ja, das meine ich. Dann werde ich nachher gleich nochmal anrufen und sagen, es ist alles halb so schlimm. Ja, um Himmels Willen, Oma, das macht die Sache ja noch schlimmer. Sag mal, wann kommt eigentlich dein Dr. Gürtler von seiner Vortragsreise zurück? Och, ich wollte dich doch nicht kränken, Oma. Du und Dr. Gürtler habt eine geistige Beziehung auf einem gemeinsamen Niveau. Genau das wollte ich sagen. Aber der Vater von Hannelore. Weißt du eigentlich, dass du einen Spitznamen hattest? Ich hatte einen Spitznamen? Ja, wir Kerle haben uns nicht getraut, ihn zu gebrauchen, wenn du in der Nähe warst. Maria. Bloody Mary. Blutige Maria? Ja, du warst ganz schön streng in deiner Jugend. Und das Sittendezernat war froh, als es sich los war. Sag mal, seit wann kannst du jetzt schwimmen? Ach du, das ist nichts als Physik. Rüdiger hat mir das erklärt. Das hat nämlich mit dem Auftrieb im Wasser zu tun. Ach. Mhm. Und wo hat er dir das erklärt? Im Hallenbad. Zweimal in der Woche, früh um 7. Ist doch lieb von ihm, was? Sag mal, Rüdiger hat dir das Schwimmen beigebracht. Ja, du, das war anfangs gar nicht so einfach. Ich musste Uschi das erklären, dass Rüdiger seiner alten Mutter das Schwimmen beibringt und nicht einer knackigen Mieze das Kraulen. Toll. Aber im Meer war ich heute zum ersten Mal. Du, da sind überhaupt keine gefährlichen Fische drin oder so. So Stachel, so Seeigel. Ach, Schnuppe. Au. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott. Vielleicht erzählen Sie uns wieder, was heute Schreckliches passiert ist oder was noch passieren wird. Bleiben Sie bloß nicht zu lange am Strand. Es soll ein Sturm aufkommen, sagt Rosé, der Klempner. Ach, waren Sie jetzt etwa im Wasser? Ja. Oh, um diese Zeit soll immer ein Schwarm Muränen vorbeiziehen. Ich habe niemanden getroffen, der so heißt. Aua, Frau Wiechert, das gibt bestimmt eine Sepsis, Entzündung. Gibt es nicht. Ach, und schmieren Sie sich bloß nicht diese Kortisonsalbe drauf, die Ihnen unsere Apotheke andrehen will. Ich kenne Leute, die haben davon Magenbluten, Nierenversagen. Ja, also vielen Dank für Ihren Tipp, ich werde es mir merken. War der Installateur da? Nein. Habe ich es Ihnen nicht gesagt? Der kommt nie. Die Kleinigkeit repariert mein Mann selber. Der Herr Direktor. Ach, wie praktisch. Dass er sich selber ausgesperrt hat. Na ja, das kommt nicht wieder vor. Diesen armes Würstchen. Ach was, sie braucht einen Mann. Was ist denn? Ja, schau mal. Ach, schau mal. Ein kleiner Dackel. Ja, der kommt kein Halsband. Na nun. Sicher haben die irgendwelche miesen Touristen ausgesetzt und sind dann weggefahren. Halt mal die Augen zu. Ja.
Mach auf, dass sich der Hund nicht beißt. Nimm mal die Hand jetzt wieder weg, so, dass er in den Bart rankommt. Mach auf, dass er nicht beißt. Ja, was kennst du dazu, dass mich auch nie gebissen? Lache ich permanent an, wenn der Hund die Zähne eines Menschen sieht. Da kann das möglicherweise für einen persönlichen Angriff halten. Was? Das Telefon! Also jetzt gehst du aber ran, auf ins Fenster mit der Güterflug, ja? Richard? Ach, Mutter. Ja, uns geht's gut. Mutter, Hannelore und ich, wir nehmen die Sache nicht so tragisch. Gerda war immer ein bisschen überspannt. Ja, das war sie immer. Mutter, wenn das jetzt Hannelore hört, oder, dann könnte ich für nichts garantieren. Wie? Nein, für Walter lege ich meine Hand ins Feuer. So, Conny bezweifelt das. Ja, also dann weiß ich auch nicht. Nein, wir packen keine Koffer, wir bleiben hier. Noch hier. Ja, also bis später dann, Mutter. Tschüss. Was darf ich bitte nicht hören? So unwichtig. Und was ist bitte mit Conny los? Platsch, Tratsch, Gerüchte, dummes Zeug. Wir machen Urlaub. Ja, natürlich machen wir Urlaub. Aber erst möchte ich wissen, was los ist. Danke. Es ist auch für mich beschämend. Denn schließlich habe ich auch mal mit Walter unter einer Decke gelegen. Über Dach gelebt. Aber er ist doch kein Draufgänger-Typ. Für sowas habe ich einen Blick. Bei unserem Theater waren es immer die Inspizienten. Die Polizisten auch. Kaum zu glauben. Ganz indiskutabel. Wirklich? Buenos dias, Pedro. Buenos dias. Du, schau mal, ob ich ein Flohhalsband für ihn auftreibe. Hm? Ich komme gleich. Okay. Ja. So, komm schon. Viech. Wieso denn? Pedro, das ist meine Arbeit. Sí, pero yo lo hago mejor, ¿sí? Ah. Y te ha dado una vuelta por el jardín. Danke. Sag mal, das ist doch ärgerlich. Was machen die denn? Irgendwie bringt uns dieser Tag ziemlich viel Enttäuschungen. Was, Schatz? Ach, was? Der kleine Köter hat sich längst an diese Insel gewöhnt, ist ein Touristenhund geworden und will von uns nichts mehr wissen. Ach komm, 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 lenk nicht ab. Was verschweigst du mir? Also,